für eine starke Steiermark. Ich habe mir als Bundesminister für Landesverteidigung und Sport ab dem 11. März sofort einige Ziele gesetzt, die ich bis Ende September auch erreichen möchte. Darunter fallen natürlich die Attraktivierung des Grundwehrdienstes, aber auch die Beschlussfassung der Sicherheitsstrategie. Und diese wurden alle schon erreicht. Insofern freue ich mich natürlich. Im Bereich des Sports habe ich mir vorgenommen, die Bundessportförderung auf völlig neue Beine zu stellen und darüber hinaus auch unsere Sportlerinnen und Sportler bestmöglich zu unterstützen. Ebenso versteht Bundesminister Gerald Klug seine Verantwortung gegenüber den Menschen in der Steiermark. Also auf der einen Seite versuche ich bei all meinen Veranstaltungen, die ich unmittelbar in der Steiermark jetzt absolviere, in das direkte Gespräch mit den Steirerinnen und Steirern zu kommen, weil mir wichtig ist, herauszuhören, wo genau der Schuh drückt, wo die Bedürfnisse und Anliegen der Steirerinnen und Steirer tatsächlich liegen, damit ich auch weiterhin mit den richtigen Themen in Wien eine starke Stimme für die Steiermark sein kann. Dazu braucht es auch ein offenes Ohr für die Mitmenschen. Eine der Möglichkeiten, um mit den Steirerinnen und Steirern ins direkte Gespräch zu kommen, ist natürlich die Helpline-Telefonstunde der SPÖ Steiermark, wo auch viele Steirerinnen und Steirer angerufen haben und mir ihre Anliegen und Wünsche für die neue Bundesregierung deponiert haben. Am 29. September geht es um viel. Nicht zu wählen ist eine vergebene Chance, demokratisch aktiv mitzugestalten. Auf der einen Seite bedeutet nicht wählen gehen natürlich immer eine verlorene Stimme. Daher möchte ich auch alle Steirerinnen und Steirer bei meinen Gesprächen aktiv motivieren, zur Wahl zu gehen. Und das Zweite, die beste Motivation dafür ist natürlich, wenn man auch deutlich signalisiert, dass man sich als steirischer Politiker in Wien zukünftig stark einbringen will. Und wenn dann die Menschen das Gefühl haben, das ist auch ein Politiker, der das Herz am richtigen Fleck hat, dann werden sie auch wählen gehen. Bundesminister Gerald Klug, die starke Stimme der Steiermark.